Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mathematische Formeln ansprechend in MS Office darstellen können. Es wird hier hauptsächlich um MS PowerPoint und MS Word gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich andere Office-Pakete in der Zukunft noch behandeln werde. Jetzt erstmal nur MS Office. So, warum ist das überhaupt praktisch? Naja, für meinen Studenten ist es praktisch, wenn Sie zum Beispiel als Gruppenarbeit einen Lösungsvorschlag zu einer Übungsaufgabe vorbereiten und diese Übungsaufgabe beinhaltet eben komplexe mathematische Ausdrücke, dann kann es, ist es erstens visuell ansprechender, wenn diese Formeln angemessen dargestellt sind, und zweitens hilft es auch dem Verständnis der Zuhörenden, weil gerade komplexe Ausdrücke mit vielen Indizes und Potenzen und Brüchen und allem Möglichen, die sind einfach sehr unübersichtlich, wenn man die einfach nur als Text schreibt. So, wie fangen wir damit an? Allgemein in MS Office, ich glaube, die Version, die ich hier habe, ist 2007. In 2010 ist es, glaube ich, auch noch drin. Da gehen Sie hier oben auf den Reiter Einfügen und dann sehen Sie hier Formel. Können Sie einfach auf das Formelsymbol klicken und dann wird da, wo der Cursor gerade ist, eben ein neues Feld eingefügt. Das sieht dann so aus. Hier will ich natürlich jetzt erstmal keine Formel, deswegen mache ich es erstmal wieder weg. Aber Sie können hier auch unten auf dieses Dropdown-Menü gehen und dann haben Sie schon Vorlagen für bestimmte Formeln. Das kann auch ganz praktisch sein. Wenn Sie nicht jedes Mal hier den Reiter sich suchen wollen, dann kann es ganz praktisch sein, sich den Schnellzugriff einzurichten. Das ist auch ein allgemeiner Tipp für Sie, wenn Sie in MS Office viel arbeiten und manche Befehle immer wieder benutzen. Da gibt es nämlich hier oben versteckt dieses Dropdown-Menü und da können Sie eben sagen, dass da bestimmte Befehle als Mini-Button da versteckt sein sollen. Und da könnten Sie zum Beispiel unter weitere Befehle dann hier den Reiter einfügen, sich holen. Und da ist irgendwo versteckt, genau, Formel. Und wenn Sie das dann eben hier rüberziehen mit hinzufügen, dann sieht das am Ende aus wie bei mir. Dann taucht hier das Formelsymbol auf. Und dann müssen Sie nicht immer erst den Reiter aufsuchen und Sie müssen noch gar nicht mal das Ribbon da oben aufhaben, sondern selbst wenn es zu ist, haben Sie dann hier das Formelsymbol. Und was ich auch gerne mache, ist, den Schnellzugriff unter dem Menüband anzuzeigen. Da kommt man nämlich schneller dran mit der Maus. So sieht es standardmäßig bei mir aus und das Symbol werde ich jetzt auch im Rest des Videos benutzen. So, ganz allgemein, wenn Sie Sachen als Formel darstellen müssen. Es geht alles mit der Maus. Erstmal, ich nenne es mal die Zu-Fuß-Methode. Können wir mal die verschiedenen Beispiele hier durchgehen. Wenn Sie zum Beispiel irgendeine Potenz darstellen wollen, fügen Sie erstmal die Formel ein. Und hier oben in Formel-Tools haben Sie dann den Reiter mit den ganzen Optionen. Und dann sehen Sie hier bei Skript, können Sie das hier auswählen. Das wäre dann das Richtige, um das x-Quadrat darzustellen. Klicke ich mal drauf. Und dann haben Sie hier sowas. Und dann hier unten das Große. Schreiben Sie einfach das x rein. Und hier oben die 2. Das ist die Zu-Fuß-Methode, weil, das nenne ich Zu-Fuß-Methode, weil es eben relativ lange dauert, das alles mit der Maus zu machen. Aber wir gehen jetzt einfach mal die Beispiele eins nach dem anderen durch. Und dann zeige ich Ihnen, wie Sie das ein bisschen schneller machen können. Ich lasse mal den Ribbon oben offen, damit das hier schneller geht. Indizes können wir genauso erstellen, wenn wir hier die Formel erstellen. Und ich glaube, an der gleichen Stelle mit Skript, genau, das daneben. Dann können wir halt sagen x und hier eine 1. Okay? Und da können wir halt auch mehrere Sachen reinschreiben. Wenn wir mit der Maus wieder reingehen oder mit der Tastatur, können wir da auch mehrere Sachen reinschreiben in den Index. Ja, eine ganz allgemeine Sache, wenn Sie mit den Pfeiltasten ein bisschen rumwandern, sehen Sie immer mit dem Cursor, sehen Sie, wo der Cursor blinkt, und dann sehen Sie, okay, jetzt ist hier unten das Indexfeld dunkelgrau hinterlegt, das heißt, ich bin gerade mit dem Cursor da. Wenn ich jetzt schreibe, dann ist es da unten klein, tief gestellt. Wenn ich mit der Pfeiltaste ein Stück nach rechts gehe, dann ist der Cursor groß geworden und da unten ist nicht mehr dunkelgrau. Jetzt bin ich wieder auf der normalen Ebene, jetzt ist es nicht mehr tief gestellt. Wenn ich jetzt irgendwas schreibe, ist es normal. So, Brüche kann man auch schön, sehr schön darstellen als Formel. Das haben wir hier, Bruch. Und dann können Sie eben auswählen, ob das hier so ein normaler sein soll, so ein bisschen schräg versetzt, ganz stark versetzt in einer Zeile oder was ist das mit kleinen Bruchzahlen. Und hier sind auch schon Vorlagen für bestimmte
Differentiale oder diskrete Differentiale oder partielle Ableitungen. Das hier wäre ein Standardbruch und dann gehen sie einfach hier oben und sagen dann halt, oder noch einfacher, ich könnte die Vorlage schon nehmen. Hier war das. Und dann einfach oben und unten die Buchstaben setzen. Del x ist oben schon, dann nehme ich da so. Und dann habe ich hier den Ausdruck. Ne? Und das erste Leere kann ich dann einfach löschen. So, Symbole ist auch ganz schön. Das ist auch manchmal schwer, einfach nur als Text darzustellen. Mathematische Symbole für Variablen werden ja oft benutzt. Die haben wir hier aufgelistet. Können Sie alles Mögliche einsetzen. Genau, und was jetzt hier nicht aufgeführt ist, dann können Sie mit Klick da drauf sich einfach die komplette Liste anzeigen lassen. Wurzelzeichen, das brauchen Sie vielleicht auch ab und zu. Das wäre dann hier. Haben Sie die Auswahl an allen möglichen Kombinationen, ob Sie da noch eine Potenz stehen haben wollen oder nicht. Das wäre sowas. Und alles andere können Sie einfach weiter ausprobieren. An sich Sie können so gut wie alles hier darstellen mit Hilfe dieser Tools, was Sie in Ihrem Studium brauchen. Genau. Und jetzt noch, wie man das alles ein bisschen schneller machen kann. Wenn Sie hier eine Formel einfügen, dann statt mit der Maus da oben sich das auszusuchen, können Sie einfach schreiben in die Formel x und dann hier dieses Dach, das ist links neben der 1 auf dem Keyboard und dann die 2. Das sieht dann so aus. Erstmal ist nicht schön, das sieht aus wie reiner Text, aber wenn Sie dann die Leertaste drücken, dann wandelt Office das automatisch um in die Potenz und das ist sehr praktisch, um schnell Potenzen zu schreiben. Sieht dann so aus zum Beispiel. Und können damit auch mehrere Sachen oben rein, genau, einfach mehrere Sachen schreiben und dann erst die Leertaste drücken. Genau so mit dem gleichen Trick können wir auch einen Index erstellen. Wenn wir nämlich x1 schreiben wollen, schreiben wir einfach x Unterstrich 1. Der Unterstrich ist, falls Sie es nicht wissen, das Minuszeichen hier rechts auf dem Keyboard, rechts unten und also Shift Minus ist dann Unterstrich und dann eine 1. Es ist jetzt immer noch der reine Text und wenn Sie dann eben die Leertaste drücken, wandelt Office das um in einen schönen Index. Und genauso mit mehreren Sachen. Bruch können Sie auch schnell schreiben. Einen leeren Bruch, das mache ich meistens, damit bin ich am flexibelsten. Einen leeren Bruch, da schreiben Sie einfach eine leere Klammer, Schrägstrich, leere Klammer und wenn Sie dann Leertaste drücken, macht er Ihnen daraus einen Standardbruch. Und dann können Sie da reinschreiben, was Sie wollen. Und das, was Sie bei mir oft brauchen, ist die partielle Ableitung, zum Beispiel von Nutzenfunktionen oder Produktionsfunktionen. Und dieses Zeichen für die partielle Ableitung heißt eben Backslash. Backslash ist das rechte Alt-Zeichen und das dann gedrückt halten und oben rechts auf das Fragezeichen oder das scharfe S. Und dann Partial. Das ist ein bisschen lang, aber wenn Sie dann jetzt Leerzeichen drücken, wandelt er Ihnen das automatisch um. Okay? Und ich kann das dann auch einfach Copy-Paste runterziehen und dann das U durch ein X ersetzen. Und woher wissen Sie, was die Abkürzungen für Symbole sind? Hier oben haben Sie das Zeichen für die partielle Ableitung. Wenn Sie da die Maus drauf lassen, sehen Sie so einen kleinen Tooltip angezeigt unten drunter und da steht partielles Differential in Klammern Backslash Partial. Und für viele Symbole ist so eine Erklärung dabei, wie Sie sowas schnell schreiben können. Und damit wären Sie eigentlich schon beim nächsten Tipp für die Symbole. Die können wir nämlich auch, wenn Sie wissen, wie die ausgesprochen werden, meistens können Sie die mit Backslash einfach schnell schreiben. Zum Beispiel das erste, was da steht, Sigma, würde ich einfach, ups, sorry, würde ich einfach Backslash und dann eben Sigma schreiben. Und mit Leerzeichen wandelt er mir das um. Oder wenn ich das große Sigma haben will, einfach Backslash mit einem großen S schreiben, dann macht er mir das große Sigma. Und Mu ist dann zum Beispiel Mu, weil das wird auf Englisch halt Mu so geschrieben. Oder also egal was Sie wollen, können Sie dann da an Symbolen nachschlagen, was Sie oft brauchen. Wurzel ist auch noch ein schöner Trick, den ich ab und zu benutze, ist dann Backslash und dann SQRT für Square Root. Da müssen Sie aus irgendeinem Grund zweimal Leerzeichen und dann haben Sie sowas, dann können Sie einfach reingehen und
reinschreiben, was sie wollen. Das ist eigentlich ganz schön. Es gibt sicher noch viel mehr Tricks, die sie durch Ausprobieren rauskriegen. Das sind die, die ich am häufigsten brauche, deswegen habe ich ihnen die gezeigt. Und das Schöne ist eben, wenn sie hier, wenn sie Formeln benutzen, zum Beispiel im PowerPoint, ich schreibe jetzt hier einfach mal irgendwas hin, y ist gleich x Quadrat, dann können sie das, dann wird das hier wie Text behandelt. Das heißt, sie können das einrücken, sie können das wieder zurückrücken, sie können das größer machen, kleiner machen und es ist halt perfekt hier in das Layout eingearbeitet. Das ist sehr praktisch. Früher in den ganz alten Versionen von PowerPoint war das nicht so. Da musste man immer jede Formel als einzelne Grafik einfügen und dann hat sich natürlich alles verschoben, wenn man irgendwas im Nachhinein geändert hat. Und so ist es einfach perfekt integriert in den Fluss der Folie. Genau. So viel zu diesem Thema. Wenn Ihnen das gefallen hat, geben Sie dem Video ein Like. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, geben Sie ein Dislike. Wenn Ihre Gefühle komplizierter sind, dann schreiben Sie einfach einen Kommentar.